ein paar Wochen ist mir ein interessanter Fakt zu Ohren gekommen. In der Geschichte der Florida TV wurde jedes einzelne Produktionsauto zu Schrott gefahren. Die Schuldigen? Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind unkonzentriert. Weißt du noch, wie du in der Tiefgarage gegen den Poller gefahren bist? Das ist Ewigkeiten her. Leichtsinnig. Hast du den Eindruck, dass du da jetzt irgendwie dran schuld warst, an diesem Unfall? Nee, da war die Säule dran schuld, die sich da in den Weg gestellt hat. Und haben keinen Respekt vor dem Eigentum anderer Leute. Ist scheißegal, oder? Komplett versichert. Und seitdem kann man noch mit den Außen machen, was man will. Das ist unglaublich. Ey, ihr macht mich fertig, ey. Das kann so nicht weitergehen. Deshalb habe ich mir die PS-Prolls persönlich vorgenommen. Komm mal her jetzt. Jetzt setze ich meine ganze Hoffnung auf Max. Dessen Fahrkünste kosten seinen Arbeitgeber, also mich, nicht nur Nerven, sondern auch richtig viel Geld. Es war so eng, dass aus Versehen der Bordstein berührt wurde. Ja, was war so eng? Die Stadt oder Deutschland? Man konnte das schlecht manövrieren an der Stelle. Quasi. Das kann doch nicht so schwer sein. Max, schön, dass du schon so pünktlich dich eingefunden hast hier. Toll. Jetzt machen wir also weiter mit Max. Und Max hat ja, wie wir alle wissen, ein Problem mit so großen, kastigen Transportautos. Ich möchte aber trotzdem dir auch eine Chance geben zur Wiedereingliederung in die Flotte. Mhm. Deswegen haben wir ihm mal so ein bisschen kleineres, kompakteres Auto besorgt. Praktisch einen kleinen Wagen. Schönes Auto. Das ist ein schönes Auto. Ja. Zeitloser Klassiker. Also ich gebe es jetzt zu, dass Autofahren ist jetzt nicht meine Stärke. Also, ja, das wissen wir ja alle. Ja, ich weiß, aber ich fahre so 2-3 Mal im Jahr und dann halt auch nur, ja, also. Max muss ja jetzt keine Angst haben in dem Sinne, ich habe ihm eine Schutzausrüstung besorgt. Sieht aus wie Lewis Hamilton. Ja, genau so. Ja. Ja, das bringt ja eigentlich auch nur was, wenn man das jetzt unter realen Bedingungen macht. So wie wirklich das in Berlin ist, wenn man sich da aufhält. Also, Max, guck mal, wir haben jetzt hier einen Parcours aufgebaut. Hier zum Beispiel ein älteres Ehepaar. Mhm. Spätes Glück. Spätes Glück. Hier so ein Friedrichshainer Bub hier mit so einem Tunnel im Ohr. Sieht aus wie Frank. Genau, Frank Thomann. Und da auf der anderen Seite ist noch ein Hund oder so, ja. Der Übungsparcours bietet dem psychologisch auffällig gewordenen Verkehrsteilnehmer die Möglichkeit, seine Defizite aufzuholen. Die nicht vorhandene Fahrkompetenz wird hierbei verbessert, ohne sich und andere in Gefahr zu bringen. Okay, jetzt erstmal anschnallen noch. Okay, passt alles? Passt, ist alles gut eingestellt. Ja, fahr los. Wow. Okay. Ja, fahren wir los. Alter. Nicht an diese Pylonen, bitte, das war das Auto kaputt. Okay. Fahr mal nicht so nah daran, bitte. Okay. Ich kenne das Auto ja noch nicht. So, jetzt hier so. Jetzt Blinker. Ja, du musst jetzt hier nicht so blinken. So. Wie schnell fahren wir schon? Wir fahren 6 km/h gerade. Es fühlt sich schon an, als wie 30. Okay. Halt, nicht driften. Muss aufhören, der driftet. Ne? Nicht dadurch, da, außenrum. Da passt du nicht durch. Muss darum. Okay. Echt, das ist ein insane Auto, ey. Okay, hier fahre ich jetzt nicht langsam. Oh Gott, ey, ich schwitze. Ich sterbe 1000 Tode. Okay, hier einmal einfach. Okay, gut, dass ich meine Brille angezogen habe, dass ich alles sehe. Ja, da bin ich auch ganz glücklich. Okay, so den Helm auf. Ich habe einen Helm auf, bin sicher. Ja, okay. Okay. Pass auf das Kind auf, auch wenn das so süffisant ist. Das guckt. Nein, du musst. Vorsicht, das. Nein, halt, stopp. Du bist. Okay, alles gut. Nein, aber. Oh. Das passt. Das ist auch schon. Ja. So, du hast die auch mal umgefahren. Okay. Ja, das hat alles so mittelmäßig gut funktioniert und auch da dachte ich, wäre es ganz gut, wenn man noch mal so eine feststehende finale Prüfung hat. Wir haben einen Bremstest gemacht. Wir fahren jetzt da vorne hin und kurz vor der Dame hält sie dann an, ne? Vor der alten Frau. Vor der alten Frau, die hat wahrscheinlich 1 bis 2 Weltkriege überlebt. Ja. Die hat
sechs Enkel, die hat vier Kinder, die hat alles in ihrem ganzen Leben dafür getan, irgendwann mal glücklich und alt zu werden. Und jetzt kommst du mit deinem Lamborghini. Also, lass krachen. Nimm schneller. Oh. Ups. Ich persönlich denke natürlich mit der Erfahrung, die ich schon gemacht habe mit meinen Leuten, ein Glück war das jetzt keine Betonwand, sondern nur eine alte Frau. Ah. Ja, hast du totgefahren. Es gibt Punktabzug. Schade. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Und deswegen gehen wir jetzt mal in den Straßenverkehr. Das ist eine Höllenmaschine. Oh Gott. Fahren wir schneller ein bisschen. Du fährst 30. Vorsicht, du blinkst immer noch. Mach mal den Blinker aus. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Gib Gas. Kannst du immer nur 20 km/h fahren? Viel zu gefährlich. 40 fahren wir schon. Ja, jetzt? Schon. 40. Ja, ey. 40 an wie 100. Vorsicht, du fährst immer zu nah an dem Strand, an den Links. Ja, der ist jetzt auch peinlich, einfach wieder gefahren ist. Mit 50 km/h da über die Sonnenallee und so. Immer kurz vorher gebremst und dann sitzt er da mit seinem Fahrradhelm noch. Oh Mann, die Leute wissen ja nicht, dass das nicht mein Auto ist. Die denken ja. Die denken, du setzt dir morgens deinen Helm auf und fährst zur Arbeit. Oh fuck. Lass mal aufheulen. Warum soll ich das machen? Ja, es gehört dazu. Es gehört zum Fahrsicherheitstraining. Max als Fahrer in drei Worten. Schlimm, schlimm, schlimm. Vorsicht, da rechts, fahr da rechts, fahr da rechts, fahr da geradeaus, bitte, 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 bitte. Fahr weiter, bitte. Ja, 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 ja. Ja, dieses 5 km/h fahren, das macht mich leider verrückt. Okay. Also das Problem ist, die Leute rechnen nicht damit, dass man so langsam fährt. Und das wiederum erhöht natürlich die Gefahr für einen Auffahrunfall. Ja. Geradeaus, geradeaus. Ja, ich dachte nur, ob ich Vorfahrt habe. Ja, klar, hast du Vorfahrt, du bist auf der Hauptstraße. Und ich fahre einen Lamborghini. Hinter dem, du bist auf der Busspur. Alter, das ist die Achterbahnfahrt, Max. Ja, das ist einfach nur lebensgefährlich mit dir. Ja, aber wie es so ist, auch der schönste Tag ist irgendwann mal vorbei. Na, und, Max? Hat dir Spaß gemacht? Nein. Nee? Nein. Gar nicht? Nein. Zusammenfassend kann man sagen, wir haben also an dem Tag ein bisschen Gefühl entwickelt für das Transportmittel Auto. Ich würde sagen, in Zukunft bist du einer unserer Mitarbeiter, den wir jetzt zum Beifahrer ausbilden werden. Aber privat kann ich ja trotzdem noch fahren. Genau. Grundsätzlich haben wir eine Sensibilität hergestellt für Unfallvermeidung. Alle Mitarbeiter, die das jetzt sehen, die mir heute davongekommen sind, Vollkaskoversicherung heißt nicht, dass man alles kaputt machen darf, sondern dass die Versicherung irgendwann sehr, sehr teuer ist. Aber man kann, glaube ich, am Ende festhalten, wir sind einfach sehr, sehr schlechte Autofahrer. In diesem Sinne, allzeit gute Fahrt. Auto ahoi. Was Klaas zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Während der Dreharbeiten hatte die Aufnahmeleitung einen Unfall mit dem begleitenden Produktionsfahrzeug. Sorry. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jeder Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist.